Jo, was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ihr fragt euch bestimmt, ja, wie steht der Casey? Ja, ich habe euch ja gesagt, also im vorigen Video, ich war dieses Wochenende meiner Hochzeit, habe heute wieder über 20 Spiele gemacht und ihr wisst, ich bin nicht der Typ, der halt viele Spiele am Stück machen kann. Ich muss dazwischen irgendwie Pausen haben, hat aber keine Wahl. Ich kam erst Nachmittag zurück, ich muss sie, ja, sozusagen durchspielen, die Spiele, und stehe 24 zu, wie viel ist das? Keine Ahnung. Zu 12 oder so, ja, irgendwie sowas. Ne, 24 zu 13. Nicht gut, nicht gut, ich weiß. Aber ich muss sagen, Gold, ich bin schon so ein Spieler. Gold 1 schaffe ich auch, wenn ich ein Wochenende schlecht spiele. Das heißt, wir sind echt kurz davor, Elite 3, sag ich mal, ja, konstant Elite 3 zu schaffen. Sind wir echt kurz davor, also, auch wenn es hier jetzt, sag ich mal, nicht gut aussieht, ja, ich weiß, aber wie gesagt, ich habe dieses Wochenende richtig schlecht gespielt. Gameplay muss ich nicht wiederholen, ihr wisst, was ich über das Gameplay denke, ja. Und mein Team hat sich eigentlich nicht viel verändert. Hier seht ihr das, ist immer noch so geblieben. Ich habe die Bayern-Ecke noch nicht geholt, weil ihr seht oben, ich werde bald, das seht ihr, glaube ich, ich weiß nicht, im morgigen Video werde ich, glaube ich, da eingehen, im Pack-Opening, in diesem Video, genau, in diesem Video werde ich darauf eingehen, wie wir das Team weiter verbessern können. Ich habe nämlich eine Idee, ja, wie wir das Team verbessern können. Aber das werden wir am Ende machen. Also ich werde auf jeden Fall erstmal das Spiel machen. Also entweder kommt ein Spiel nur, falls ich es direkt gewinnen sollte, weil, wie gesagt, es bringt nichts mehr. Ich bin schon Elite 3 monatliche, also das ist schon mal ein was Positives. Sind wir dann natürlich ganz knapp vor Elite 2 gescheitert. Das ist mein nächstes Ziel, vielleicht monatliche Elite 2 zu schaffen und öfters wöchentlich Elite 3 zu erreichen. Was ich aber auch noch überlegt habe, vielleicht ein paar Wochenenden auszulassen. Also das heißt, vielleicht mal ein Wochenende nicht Weekend League zu zocken und dann kommen andere Videos. Wie vielleicht irgendein Video mit einem anderen YouTuber oder ich mache ein Video mit euch, zum Beispiel ich gegen die Community oder ich bewerte eure Teams oder ich weiß nicht, ich schreibe mal unten Vorschläge. Oder ich mache natürlich auch so weiter, weil ich meine, wenn ich Pausen machen sollte, Charts natürlich der Road to Glory, ja. Ich schaffe dann zum Beispiel monatlich keinen guten Rang mehr, wenn ich mal ein, zwei Wochen nicht spiele. Und ja, ich weiß nicht, ich schaue mir das mal an. Also wie gesagt, ich persönlich fühle mich ein bisschen, wie sagt man, ja, ich habe ein bisschen Burnout von Food Champions, weil es echt anstrengend. Das Gameplay ist wirklich, wie gesagt, ich muss es nicht wiederholen, was ich immer wieder sage. Und das Woche für Woche 40 Spiele. Ich schaue mal, Freunde. Vielleicht wird es ja besser, wenn ich bessere Spiele habe. Wie gesagt, am Ende des Videos werde ich mal drauf eingehen, wie ich mein Team verbessern möchte. Und dann, ja, würde ich sagen, gehen wir ins erste Match. Vielleicht können wir das auch direkt gewinnen. Let's go. So, schauen wir mal, was für ein Team er hat. Ah, schon wieder die Kombi, die mich letzte Woche kaputt gemacht hat. Martial, Mbappé, Dembélé Kombi. Der hat auch Kevin De Bruyne, Isco, Bakayoko. Ja, Abwehr sieht einigermaßen stabil aus mit den Lörres. Und dann gehen wir einfach mal jetzt einfach unser Bestes. Let's go. Hey, ich bin so schlecht, Freunde. Ich kassiere direkt in der vierten Minute das 1:0. Oh, ich weiß nicht, was los ist momentan. Oh, mit der Hacke, habt ihr das gesehen, Ronaldo? So close, ey. Das wäre so ein Traumtor gewesen. Jesus, Alter. Ey, nein. What the fuck? Jede Chance bei dem direkten Tor, Alter. Und ich lasse meine Chance einfach liegen, ey. Komm jetzt. Let's go. 2-1. Komm schon. 100er Einsatz von Cristiano Ronaldo. Und er krönt es mit einer Vorlage. Oh, Bakayoko. War aber auch schwer. Ey, der Tor stand schon da. Er ist wirklich einfach zu gut. Mit einer heutigen Leistung werde ich ihn, glaube ich, nicht besiegen können. Ich spiele einfach zu schlecht momentan. Keiner darf einen Rebound. Das ist einfach mein Glück. Und auch die Longshots von De Bruyne gehen heute nicht rein. Da weiß man, da läuft irgendwie heute nichts mehr.
Das mein, und das meine ich zum Beispiel. Das zeige ich euch jetzt. Und durch die Beine nochmal. Das war ein perfektes Beispiel für scheiß Gameplay. Erstmal mache ich perfektes Tackling. Rebound. Er ist durch. Also wird nicht belohnt. Dann durch die Beine, wofür ich nichts kann. Das war ein perfektes Beispiel, warum das Gameplay scheiße ist momentan. Es ist zu spät. 3 Minuten noch, Alter. Oh, ich hasse das immer, kurz vor der 90. Noch ein Tor zu machen und dann fehlt mir ein Tor, Alter. Ich muss den schießen lassen, sonst hätte ich den Ball nie mehr bekommen. Das war's. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im zweiten Spiel wieder. Lief halt jetzt nicht so gut. So, Freunde, der vorletzte Gegner und hoffentlich aber der letzte. Ja, ist stark. Lacazette, Aguero, Gabrielus, Pogba, Eriksen, Kanté, Sergio Ramos und De Gea. Ist auf jeden Fall sehr, sehr stark. Also, wow, sehe ich eigentlich kaum eine Schwachstelle da. Wird mir auf jeden Fall sehr, sehr anstrengend. Ich muss den Ball bekommen. Alter! Ey, was ist heute los? Ist es. Ich hätte Eriksen niemals verkaufen sollen, wenn er solche Schüsse drauf hat. Das ist, glaube ich, das beste Gegentor, was ich je in FIFA 18 kassiert habe. Jetzt ohne Joke. Was ist das denn für ein Dipping Longshot? Der pfeift aber auch nichts mehr. Guck mal, das meine ich. Was bounce ist denn überall hin? Nur nicht zu mir. Valencia hat das abseits auf. Ey. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wenn ihr einmal verliert, ihr könnt nicht mehr aufhören zu verlieren. Wenn ihr gewinnt, könnt ihr auch nicht mehr aufhören zu gewinnen. Ist immer so bei Food Champs. Was ist denn los? Es reicht doch mal. Jetzt gib mir doch den Ball. Guckt euch das an. Das meine ich. Jedes Mal mache ich einen Tackle und hab den Ball nicht. Das ist das Beste wieder, so ein Bounce, Bounce, Bounce. Was soll ich denn da machen, Freunde? Jedes Mal mach ich Tackle. Mach den Pass zu. Ich brauche die nicht. Kontrolle zu. Speichert mein X-Pass. Kann nicht mehr nur funktionieren. Er speichert das. Ich bin noch keine Maschine. Ich bin ein Mensch aus Fleisch und Blut. Ja, Freunde, wir müssen echt ins letzte Spiel gehen. Rui Costa, Alexandrini, Lacazette. I don't know, Freunde. Ist eigentlich mir fast egal, Freunde, ob ich jetzt gewinne oder nicht. Ist halt ein bisschen blöd, wenn ich 3 Mal hintereinander jetzt in dem Video verlieren sollte. Aber was soll ich machen? Dann ist es so, Freunde. Deswegen, wie gesagt, ist die Überlegung da, Food Champions mal auszulassen. Boah, jetzt hau ich mal auch mal einen Sonntagsschuss raus. Geht doch, De Bruyne. Ich muss sagen, diese Weekend League hat er nicht gut gespielt. Hat sehr, sehr viele Chancen liegen gelassen. Was normal also nicht, ja, typisch für ihn ist. Normal macht er jeden Schuss zu 99% rein. Und ihr seht, auch Schüsse, die normal also nicht reingehen sollten oder dürfen. Ihr seht, hier aus der fucking Drehung, BAM! Oder nicht aus der Drehung, aber ihr wisst, was ich meine, diesen 90-Grad-Schuss. Gut, 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 komm. Und das ist, ja, das bekommt man, wenn man Cristiano Ronaldo hat. Ich zeige euch später auch nochmal seine Statistik, ist ziemlich gut, glaube ich. Sehr gute Torbeteiligung-Ratio. Und jetzt, ja, steht schon 2-0. Wenigstens Gold 1 scheint gesichert zu sein. Jordi Alba, du bist ein richtiger Legend. Jordi Alba, du Legend! Ja, Rui Costa lässt die Chance fast liegen, aber da ist Ronaldo zum Abstauber und Pause ist angemeldet. 3-0 nach 20 Minuten, ihr wisst, was es bedeutet. Wir warten jetzt hier. Countdown. 3, 2, 1. Mach mich jetzt hier, ey, der lässt mich hier wie so ein Dummkopf stehen. Nein.
denn? Ich bin so ein Idiot, was ziehe ich denn da so raus? Und fälsch den noch in mein eigenes Tor ab und jetzt geht er natürlich erst recht nicht raus. Ey, warum? Mach ich so dumme Fehler, Freunde, jedes Mal, ey. Was ist das, Rui Costa? Das meine ich, was ist das für ein Abschluss? Wie kann man den da noch drüber schießen? Holy shit. Rui Costa, komm. Ja, endlich. Bruder, mach doch mal dein Ding. Ich meine, ich habe nichts gegen ihn. Ja, aber er lässt echt viele Chancen liegen. Deswegen, wenn ich spiele zum Beispiel in dem Spiel jetzt mal eine andere Formation. 4-3-2-1 und da spielt er Stürmer, weil ich keinen anderen habe. Ich wollte ihn jetzt gerade runterholen. Ich lasse ihn mal drauf, weil ich ein Tor gemacht habe. Und ja, deswegen. Und wenn der dann halt die Chancen nicht macht, dann bin ich halt nicht gut, Freunde. Ist nicht gut. Ja. Weekend League is fun every weekend. Weekend League is fun every weekend. I having fun in the Weekend League. Weekend League. Weekend League. I'm having fun in the Weekend League. Jetzt unleash the power of Greece. Cristiano! Ey! Oh, du hast meine ganze Speech kaputt gemacht, Ronaldo. Mach ihn doch, Brudi. Alter, wie hat der Guck mal, das meine ich auch immer. Ich muss sagen, diese Wochenende habe ich sehr, sehr viele Chancen nicht gemacht und deswegen auch Spiele verloren. Das war genau solche Chancen, habe ich einfach liegen lassen. Das darf eigentlich nicht sein, ey. Nein! Ey, was gebe ich denn für dumme Tore her? Ey, das ist echt zu krass. Okay, ich muss natürlich sagen, jetzt verteile ich richtig, ja, nicht konzentriert und das sowas, ey. Ach, komm, jetzt spiel ich nochmal richtig, die letzten 30 Minuten, komm. Ja, nicht wirklich eine gute Leistung von mir. Nicht nur in diesem Spiel, sondern generell in der Weekend League oder von dieser Weekend League. Hier nochmal den Sonntagsschuss von De Bruyne. Krasser Schuss, das muss ich sagen, Alter. Das ist halt seine große Stärke. Ja, ich habe wirklich ein bisschen nachgelassen jetzt während des Spiels. Also, ihr seht, ich habe ihn eigentlich immer noch dominiert. Er hat 2 Schüsse aufs Tor, 2 Tore gemacht. Und immerhin haben wir noch Gold 1 geschafft im allerletzten Spiel. Habe ich mir jetzt nicht so vorgestellt, wenn ich ehrlich bin. Und ja, was soll ich dazu sagen, Freunde? Ist okay, wir machen wieder 200 K-Packs plus Elite 3. 5 Siege wieder an Elite 2 gescheitert, sind kurz davor. Flanken rein, Aufgabe geschafft. Komm, als Bonus, kann ich ein Pack hier öffnen. Jumbo Bronze ist ja okay, das interessiert wahrscheinlich kein Schwein. Aber würde ich sagen, sehen wir uns wieder bei der Teambesprechung. So, Freunde, jetzt sind wir zurück mit der Teambesprechung. Ja, erstmal möchte ich euch wieder meine Verkäufe zeigen. Die ganzen Verkäufe von den Top-Partien. Sehen wir jetzt im Hintergrund, also, ja, man muss sagen, halt, die Schotten haben den meisten Profit hier eingebracht, wie ihr seht, also, ist auf jeden Fall ein netter Profit dafür, dass sie halt im Verein rumsitzen. Ja, ansonsten haben wir aber auch noch ein paar Porto-Spieler, Neapel-Spieler, also, sind alle ungefähr 2,5-fach weggegangen. Muss noch einige an den Preisen ein bisschen runterschrauben, weil ich zu faul bin, habe immer wieder nur reingelistet, deswegen sind einige noch nicht weggegangen, aber, ja. Ein paar sind schon weggegangen. Ansonsten, ja, wie gesagt, habe ich noch ein paar zu verkaufen, wie ihr hier im Hintergrund seht. Hoffe, die gehen noch weg. Ich gehe mal davon aus, die kommenden Tage werden die noch weggehen. Und dann haben wir auch mit den Top-Partien, ja, auf jeden Fall zwischen 50 bis 100k gemacht. Ihr seht oben, wir haben 738.000 Münzen. Aber, da kommt das Aber, wie ich euch gesagt habe, habe ich hier auf der Transferliste nochmal 2 Kruse. Hier habe ich nochmal 8 Informs und im Verein nochmal 4, die ich von der aktuellen Team of the Week gekauft habe. Also 14 Informs im Wert von ungefähr 350.000 Münzen. Wenn wir die draufrechnen, sind wir bei 1,1 Millionen. Plus wir haben noch einen Eriksen, wir haben noch Sané, 2 Stück, etc. etc. Also man kann sagen, wir haben ungefähr 1,2 Millionen, um unser Team zu verbessern. Und ich will es verbessern, Freunde, weil ich möchte jetzt eine andere Formation spielen. Ich möchte die 4-3-2-1 mal dieses Wochenende ausprobieren. Weil ich spiele ja normalerweise mit 4-3-1-2.
Und es ist manchmal zu eng. Ich möchte diese Option haben und deswegen, das ist mein aktuelles Team, womit ich 4-3-2-1 spiele. Sterling ist draußen und Costa ist draußen. Einfach aus dem Grund, die sind einfach nicht mehr gut genug für die Startelf. Ich finde, Martial auf 7 Chemie ist besser als ein Sterling. Und ein Jesus ist besser als ein Costa im Sturm. Aber ja, wie gesagt, wir sind ja jetzt hier dafür da, um zu besprechen, ja, welche Upgrades könnten wir machen. Das war ja vorher erst geplant, dass wir Info Mbappé holen und die Bayern-Ecke. Das Problem ist hier, dass wir dann Rui Costa haben, um Ronaldo die Chemie zu geben. Ich würde sagen, das wird dann nicht mehr gehen. Ich habe andere Ideen jetzt im Kopf. Und zwar, ich habe glaube ich 4 Teams jetzt. Einmal wäre es, wir holen uns eine Legende. Im Namen von Patrick Vieira oder Rolit. Okay, ja, die sind noch ein bisschen teurer. Man muss sagen, die sind jetzt, zum Beispiel ein Rolit ist jetzt bei 1,35 Millionen. Boah, vielleicht sogar mehr. Oh, man muss sagen, die sind gestiegen, ne? Die sind wahrscheinlich bei 1,4 Millionen, 4, 5 Millionen. Puh, oh mein Gott, das ist schon, da müssen wir vielleicht noch eine Woche warten. Oder wir haben am Donnerstag Packluck. Ein Vieira ist schon bei fast 1,5 Millionen. Also die sind richtig am Steigen. Deswegen tendiere ich auch eher nicht, diese Wahl zu nehmen, weil auch der Rest des Teams nicht verbessert wird. Ich möchte ja das Team komplett überall ein bisschen verbessern. Deswegen gehen wir dann hier mal weiter. Was ich noch dazu sagen muss, es kommt natürlich auch darauf an, was ich morgen in den Fujens-Belohnungen bekomme, in den monatlichen, ob wir vielleicht einen Mbappé ziehen, ob wir einen Hjermundsson ziehen oder einen Lukaku. Das kann natürlich dann auch mein Team ein bisschen verändern. Also das wäre zum Beispiel eine Option, die wir dann machen könnten. Falls wir einen von denen ziehen sollten, können wir den Rest hier kaufen. Sollten wir zum Beispiel Vidal ziehen, mache ich vielleicht noch eine Bayern-Ecke, werde da irgendwie einen Weg finden. Ja, und falls wir zum Beispiel wie heißt der, Nangolan ziehen sollten oder Pogba, ja, die werde ich auch irgendwie noch mit einbauen, das sehen wir, glaube ich, gleich noch. Ich habe noch 2 Teams, das wäre, wo ich mich vielleicht noch sogar am wohlsten fühle, vielleicht so mein Team zu bauen, ja, dass wir Suarez holen und Bale, ja, Suarez, glaube ich, ein bisschen über 500.000, Bale 500.000 und der Rest ist günstig. Wenn wir Geld haben später, würde ich vielleicht noch so Sergio Ramos und Diarra upgraden, aber sonst, Loris, glaube ich, 50.000, 60.000 und Casemiro ist, glaube ich, auch nicht mehr so teuer, ja, nicht mal 20.000. Also, ja, das wäre auf jeden Fall stark. Wir könnten im Spiel die beiden switchen, dass Bale von links kommt, ja, linker Fuß. Ich mag ja sehr oft Low-Driven, dann Ronaldo von rechts und in der Mitte Suarez oder Suarez rechts und Ronaldo dann in der Mitte, je nachdem. Das wäre schon mal eine Idee. Ich denke, das wäre schon sehr, sehr stark. Wir könnten theoretisch dann auch Kanté verkaufen oder als Einwechselspieler benutzen, je nachdem. Schauen wir mal. Und ja, das wäre eine Idee. Ich weiß nicht, was ihr davon denkt. Ich denke, es ist auf jeden Fall sehr, sehr stark dann. Und ich kann damit auch in der 4-3-1-2 spielen, wenn ich mal die Formation unbedingt spielen möchte. Kann Suarez im ZM spielen und das wäre auch kein Problem. Und die allerletzte Option ist, glaube ich, hier, ich weiß gar nicht, was ich hier gemacht habe. Ah ja, das ist die günstigste Variante, dass wir, falls wir zum Beispiel Mbappé ziehen sollten, könnten wir zum Beispiel einen Griezmann holen und dann könnten wir Sergio Ramos und Diarra noch holen und hätten sogar noch Coins übrig und könnten vielleicht sogar überlegen, Costa für Petit zu einzulösen oder Roberto Carlos oder Ferdinand, je nachdem. Ja, ich bin wirklich mit Costa nicht zufrieden. Seine Sets sehen okay aus, ja. Dafür, dass er auch voll oft nur eine Halbzeit spielt, sehen die ganz okay aus. Aber, ja, zum Beispiel guck mir meinen Ronaldo an. Ganz andere Welt, ja. Ganz, ganz andere Welt. Der spielt auch oft Stürmer, muss man natürlich sagen. Aber ich weiß nicht, ich bin nicht so zufrieden mit ihm. Also, da ist bei ihm ist keine Konstanz da. Also, der Abschluss. Ich brauche Leute einfach, wo ich weiß, dass die Tore machen. Und, ja, wie gesagt, das hier könnte ich auch, ja, dann irgendwie hier auch so verbinden, falls ich, wie gesagt, eines von den großen Spieler ziehe. Hängt mir sehr nochmal ab, was ich morgen ziehen sollte. Es gibt ja so viele gute Spieler diesen Monat zu ziehen. Und dann, oder, das ist eine, welche Option, vierte, fünfte Option, wir sparen für Thierry Henry. Ich habe momentan, wie gesagt, 1,2, 1,3 Millionen. Um Thierry Henry zu machen, bräuchte ich vielleicht noch 2,5 Millionen, also 2,5 Millionen insgesamt. Das heißt, vielleicht noch ein bisschen über 1 Million bräuchte ich. Ich könnte das schon irgendwie in 1, 2, 3, 4 Wochen schaffen. Also innerhalb von 4 Wochen auf jeden Fall. Ich denke eher sogar in 2, 3 Wochen.
Müsste halt dann nochmal 2-3 Weekend League sozusagen durchqueren. Werde wahrscheinlich auch nur Gold 1 schaffen. Ich merke ja auch jedes Wochenende, Gold 1 ist so meine Grenze momentan. Wenn ich schlecht spiele, schaffe ich trotzdem meistens 25 Spiele. Wenn ich gut spiele, schaffe ich meistens so 27, 28 Spiele. Natürlich habe ich es einmal schon zu Elite 3 geschafft, ja. Und ich bin aber auch ein, zwei Mal auf Gold 2 abgerutscht. Aber normalerweise kann man jetzt sagen, ich bin bei Gold 1 angelangt. Das ist meine Grenze und ich möchte drüber pushen. Und wenn ich jetzt, sag ich mal, mit dem Team, was ich jetzt habe, nochmal weiterspiele, denke ich, ich werde die nächsten Weekend Leagues nur Gold 1 schaffen. Ich muss upgraden. Aber ja, wie gesagt, Thierry Henry wäre natürlich sehr, sehr heftig, wenn wir den holen würden. In 2-3 Wochen. In 3 Wochen wäre schon realistisch, meiner Meinung nach, 1 Million Coins anzusammeln. Und man kann ja natürlich jetzt zum Beispiel noch Scream-Karten holen und dies, das. Obwohl, das schaffe ich gar nicht mehr. Scream-Karten ist ja, ist wahrscheinlich, die kommt eine Woche. Und die sind wahrscheinlich auch schon ein bisschen teurer. Kann man mal nochmal gucken. Werde ich auf jeden Fall später mal gucken, ob man da ein bisschen was investieren kann. Das wäre eine Idee noch, ja. Thierry Henry wäre natürlich sehr, sehr krass. Wenn man den hat, das ist auf jeden Fall ein Game-Changer, ja. Wahrscheinlich muss ich echt sagen, dass diese Option mir am besten gefällt, aber ich bin mir nicht sicher halt, ne? Ich bin echt nicht sicher. Die gefällt mir schon gut, aber das Mittelfeld ist dann, wo ich denke, ich weiß nicht, wie gut Casemiro ist. Ist ein bisschen langsam zum Beispiel, kann auch nicht schießen. Wir hätten dann auch keinen richtigen anderen Allrounder mehr. Er ist, Rui Costa kann nicht defensiv mithelfen. Er, De Bruyne auch nicht. Er wäre halt komplette Offensive, ja? Was ich auch nichts dagegen hätte, weil ich eh nicht verteidigen kann. Ich muss komplett offensiv dann spielen. Aber wie gesagt, kommt eigentlich echt drauf an, was ich morgen auch noch ziehe. Wenn ich einen Inform Vidal ziehe, Inform Nangolan oder Inform Pogba, kann sich alles ändern. Und das würde ich sagen, ja, werden wir morgen sehen. Ich wollte nur mal euch zeigen, was ich jetzt so im Kopf habe, was für Teams ich bauen möchte. Vielleicht habt ihr auch noch Vorschläge, was ich jetzt nicht sehe. Oh, kannst du noch den und den dahin bauen oder den und den statt den benutzen, ja. Schreibt mir das mal in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall interessieren. Ansonsten war es dann vom heutigen Video. Wie gesagt, ist okay, wir haben Gold 1 wieder geschafft und Elite 3 monatlich jetzt, das ist immer das Wichtige. Motivation, wie gesagt, ist momentan nicht so stark da, einfach wegen dem Gameplay. Ganz ehrlich, das ist meine persönliche Meinung, viele andere teilen das auch. Ich finde das Gameplay nicht gut, Freunde. Es ist echt grauenhaft, meiner Meinung nach. Es ist, am Anfang war es wirklich sehr, sehr nice. Man konnte wirklich, ich weiß noch ganz genau, wie du dich drehen konntest, wie du möchtest. Also sehr richtig flüssig konnte sich drehen. Jetzt ist es so abgehackt, als würdest du einen Lastwagen drehen, ja. Und das ist, ja, alles, es gibt so viele Sachen, die, ja, stimmen. Und heute kam wieder ein Patch raus und ich muss sagen, durch den Patch, weil ich habe eben Season gespielt, boah, das ist so schlimm. Es ist so schlimm. Mit jedem Patch machen die es nur schlimmer, die machen es nicht besser. Und da fehlt mir ein bisschen die Motivation, vielleicht mich auch zu verbessern. Aber ich werde da nochmal wieder irgendwie reinkommen, Freunde. Wenn ich vielleicht sogar ein neues Team habe, wie gesagt. Oder ein Ziel habe wie Thierry Henry. Ich schau mal, keine Ahnung. Schreibt mir in den Kommentaren, was ihr da denkt. Und dann würde ich sagen, das war's vom heutigen Video. Ich danke mich, dass ihr wieder zugeschaut habt. Und dann sehen wir uns die Tage wieder morgen. Dann, ja, zu dem Belohnung. Ich bin mal gespannt, ob ich wieder so einen krassen Spieler ziehen kann wie Kevin De Bruyne. Das ist echt, ja, wenn ich sowas nur annähernd Gutes ziehen würde, wäre es wieder sehr, sehr krass und würde zeigen, Packlack ist da, aber ja, lass uns überraschen und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Bis dann, Freunde.